Vorgestellt, Northgard Relics, ja, die zweite Vorschau. Wir hatten schon eine, wir machen da noch weiter ein bisschen, bevor wir vielleicht Egypt Old Kingdom dann in der nächsten Runde machen, müssen wir dann mal schauen, wie sich's alle ergibt. Wir hatten einen Spielstand, den wir dann wieder laden, Vorschau 1 hatten wir, da geht's weiter. Wir hatten ja die erste Runde abgeschlossen sozusagen und schauen uns jetzt die zweite an. Ja, hier oben waren die Ziele besiedelte Hoheitsgebiete. 8 Hoheitsgebiete Bereich erreich 800 Ruhm. Ja, wir müssen jetzt hier an den neuen Stränden anfangen zu bauen. Was sagt denn unser Tutorial? Klicke bauen, um ein Gebäude zu errichten. Ja, das kennen wir ja eigentlich schon, ne? Ich denke, wir wollten erstmal ein Speerlager bauen. Machen wir da mal hin. Und wenn wir das Speerlager haben, sollten wir vielleicht schon gleich eine Holzfällerhütte machen. Ich glaube, hier könnte sein, dass da Holz gibt, oder? Und haben wir noch ein Häuschen zu bauen? Holzfällerhütte, und das war ein einfaches Haus. Ich glaube, das bauen wir auch schon gleich, damit wir ein paar Leute mehr am Start haben, ne? Wenn es denn soweit ist. So, jetzt müssen wir noch einen Speer zuweisen. Das ist ein Dingens, sag schon. Komm, du machst hier erstmal den Speer. So, 5 von 6 Leute haben wir. Du kannst auch gleich schon Holz machen. So, Bau. Euer Speer werden neue Gebiete entdecken. Wartet bitte, bis euer Speer die Entdeckung eines Gebiets abgeschlossen hat. Genau, heute haben wir gebaut. Wir können also auch expandieren. Das ist wichtig. Wo ist unser Speer? Da oben. Der guckt sich das schon an. Passt also. So, erfolgreich. Und da haben wir gleich schon jemanden da sitzen. Jetzt müssen wir das Ausbildungslager bauen. Handelsposten aus beim Militärausbildungslager. Machen wir hier hin. Wird dann auch schon gebaut. Was hatten wir sonst noch? Verteidigungsturm, okay. Schmiede. Oh, der Speer hat schon wieder ein neues Gebiet entdeckt. Handelsposten, Rangschiff, Dock, Skaldenhalle, Heilerhütte. Okay, die Heilerhütte wäre natürlich sinnig noch zu haben, ne? Oder geht das hier irgendwo hin? Aber nee, das sieht schlecht aus. Schlecht gebaut, würde ich sagen, ne? Dann bleibt die erstmal weg. Wir müssen sowieso erst ausbilden. Der klopft noch ordentlich. Und hier, wie sieht's hier aus? Hier wird auch verteidigt. So. Jetzt müssen wir einen Dorfbewohner zum Krieger machen. Den lassen wir gerade noch abladen und dann geht er dahin. Dann haben wir hier ja unseren Hulk. Unseren Helden. Wähle den Krieger aus und rechtsklick, um das feindbesetzte Gebiet anzugreifen. Den schicken wir mal dahin. Also ich soll den jetzt auswählen, ne? Ja, machen wir das, ne? Aber der müsste doch mitgehen, oder? Schafft er das denn alleine da oben? Ach, da ist nur einer. Okay, das sah noch mehr aus. Oh, da sind noch komische andere Viecher. Was ist das für eine bärmliche Kreatur? Brand, sagt das. Ist es vielleicht ein Draugr? Die Geschichten alter Männer über untote Krieger zwar gehört, schenkte ihnen bislang aber nie große Glauben, da habe ich mich wohl geirrt. Wie dem auch sei, wir sollten unser Volk verteidigen und diesen Scheusal töten. Okay, haben wir das. Jetzt müssen wir gucken, dass er hat das schon geschafft. Gut, wir haben das hier verteidigt. Aber der kommt auch schon näher. Wir gehen erstmal zurück, oder? Wir werden angegriffen. Dann müssen wir den halt fertig machen, oder? Zu zweit wird es wohl klappen, oder? Ey, der geht einfach weiter. Was ist das denn? Okay, den haben wir geschafft. Das war jetzt aber, ne? So, jetzt denke ich mal, was steht da oben? Um?
Ja, wir müssen das Gebiet besiedeln und da müssen wir Nahrung für ausgeben. Müssen wir noch was machen? Nee, ne? Gut, okay, das können wir jetzt besiedeln dann gleich. Hier unten gibt es ja auch noch wen, ne? Zwei, aber dahinter ist noch einer versteckt, naja. Lasst euch euer Gebäude errichten, lagert genug Nahrung und Holz um die strengen Winter. Ja, das hatten wir ja schon, das machen wir jetzt aber auch nochmal. Haus nicht. Holzfällerhütte, die kommt schon mal hier hin. Und wir bauen noch die Heilerhütte. Die bauen wir mal hier jetzt hin. Und hoffen, dass wir genug Leute haben, die das auch machen können, ne? Du hast ja nichts zu tun, dann bauen wir erstmal was auf da. Da wird auch schon gleich gebaut, oder? Der macht doch nichts, oder? Der geht da glaube ich schon hin, ne? Kann das sein? Nee, der macht da irgendwas anderes. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall, wenn er fertig ist, wird er gleich zum Heiler. Und unser Krieger wieder fit wird, ne? Gut. Und sie geht dahin und baut da weiter auf. So, und dann müssen wir überlegen, wie es weitergeht. Reich entwickeln. So, jetzt wird er wieder gesund, ne? Ja. Schauen wir nochmal hier rein. Da geht nichts, weil wir nicht genug Materialien haben wahrscheinlich. Nahrung müssen wir unbedingt kriegen, ne? Geld haben wir. Wo ist denn das jetzt gewesen? Das ist die gute Frage. Naja, ist halt so. War wohl hier auch, ne? Gut, wir können aber nichts machen zurzeit, weil uns Holz fehlt. Dann geh du mal Holz fällen, ne? Dann kriegen wir das auch und dann können wir wieder bauen. Macht ja Sinn, oder? Der Speer ist auch irgendwo unterwegs. Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Da ist noch so eine bösartige Kreatur. Und da ist noch was zum Verteidigen, ne? Krieger. Er steht sowieso nur da rum, dann kann er auch da eine Axt kriegen und sich mal hier zugesellen. Ich glaube, wir nehmen noch einen, oder? Was war das? So, eure Wahl und wir zunächst mal von so. Expansion auswirken auf unser Überleben. Okay. Und Wissen sammeln, um zu Wissensstand. So, den wir finden. So können unsere Meister der Lehrer Wissen sammeln, um unseren Wissensstand zu entwickeln. Okay. Runensteine, wo ist denn das jetzt gewesen? Ach, da ganz oben war der schon am Suchen, oder was? Das ist dann der Runenstein, ne? In einem Wolfsbau. Okay, was ist das? Unser. Das ist ein anderer Clan, okay. Können Sie zum Dreckskerl Hagen? Das ist die Frage. Ziegel-Clan ist das. Helft uns bitte. Seid ihr begrüßt, Holvard von Heidrun. Ich bin Rick, Sohn des verstorbenen Hochkönigs Hargurov. Was plagt euch? Die haben schwere Lust erlitten. Aha, die sind auch gestrandet. Was brauchen die denn? Sollte nicht zu viel Mühe bereiten, einfach nur die Viecher tot machen. Gut, okay, wir sind ja schon am Aufrüsten. Da sind auch noch welche. Wir sind zurzeit hier mit 3 Mann, glaube ich. Den 4. haben wir noch nicht. Wie viele Leute haben wir überhaupt? 10 von 11. Ja, dann bist du gleich dran und wirst noch zum... Ach, wir können nicht mehr machen. Ja gut, das passt ja. Dann greifen wir den schon mal an, ne? Der hat sich dann auch erübrigt.
Dann würde ich auch gleich sagen, dass die Jungs darüber gehen und diesen Landstrich dann auch angreifen, ne? Oh, da sind noch zwei, drei. Oh, da habe ich nicht mitgerechnet, dass so viele sind. Okay. Er kämpft natürlich der eine in vorderster Linie. Das war jetzt nicht so dolle, oder? Lassen wir die mal so fertig machen. Okay, das hat geklappt soweit. Dann müssen wir das besiedeln. Oder besiedeln wir das? Wir haben einen verloren. Naja, ist halt so. Seele Irre zum Angeln. Ja, da müsste man eine Angelhütte dann bauen, ne? Gibt's sowas schon? Marktplatz, Langschiffdock, Jagdhütte, Nahrungssilo, Heilerhütte, Schmiede, Fischerhütte. Erfordert Fisch haben wir doch hier, oder? Dann Militär brauchen wir jetzt nicht so wirklich erstmal. Wir müssten jetzt erstmal wegen Nahrung noch weiter gucken, ne? Gucken wir mal, dass wir die hier hinbauen. Gut, lass mal da einen das machen. Die macht sowieso nichts, dann kann die auch gerade mal zum Camper werden. Wo sind unsere Streiter? Da. Ja. Jetzt haben wir kein Holz mehr wahrscheinlich, oder? Ja. Und das Geld ist auch alle. Wird aber langsam mehr, ne? So, ja, das haben wir auch noch. Scharfe Äxte. Die Produktion von Krons. Ich glaube, wir sollten erstmal hier holzfällermäßig was machen. Macht Sinn, ne? So, Silo wird noch nicht gebaut. Läuft aber jemand hin gerade? Ja. Und dann müssen wir hier weiter gucken. Wir brauchen mehr Häuser. Gut, das bedeutet, du baust jetzt erstmal ein Haus. Ah, wir brauchen Holz. Alles klar. Dann müssen wir erst Holz sammeln. Da ist dieser komische, oder? Zack. Heiler, okay. Wer ist denn hier? Der da oben, ne? Mehr glaubt nicht, oder? Da ist ja eine Grenze. Zufriedenheit 1, super, das ist ja jetzt nicht so dolle. Den Winter haben wir wohl geschafft. Komm, wir greifen den mal an. Da kommt er ja schon. Okay. Das sieht so aus, als ob der nicht so schwierig ist. Ja, passt. Und das ist dieser Steinkreis. Ja, ich glaube, wir ziehen die mal wieder hier erstmal hin. Stein und Eisenerz haben wir entdeckt, okay. Okay. Werkzeuge verbessern. Wir müssen das überlegen, nutzen. Alles klar. Wir müssen aber erstmal schauen, dass wir Nachwuchs kriegen, mehr. Und dafür brauchen wir ein Haus. Und das ist jetzt mit 10 Talern noch nicht baubar. Der wurde da verletzt, okay. Okay, weil da ein Löwe ist, oder was? Schwierig. Wir sollten vielleicht mal gerade erstmal gucken, was wir hier aufräumen. Das sind 4. Hier ist nix. Und hier sind auch 4. Da sind schon schwere Gegner dabei, oder? Wie sehe ich das? Wer ist das? Ein Braunbär, okay.
Das sind Ruinen. Kriegt man den Braunbären kaputt? 10, 13, 80. Und was hat so einer hier? 10, 3, 50. Okay. Der ist besser geschützt, der Bär, ne? Weiß ich jetzt auch noch nicht, ob wir das jetzt so anfangen sollten. Ich glaube, wir sollten mal lieber gucken, dass wir erstmal hier noch eine Hütte bauen, dass wir erstmal Leute kriegen. Obwohl da wieder einer steht, ne? Die sind aber alle belegt, ne? Der kann erstmal bauen hier, das Silo. Vielleicht geht's ja noch. Ja. Und wir werden angegriffen, okay. Das ist schon mal gut. Ja, unser Clan wächst nicht, das ist klar. Wer ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt sind es nur noch drei. Jetzt fangen wir hier nochmal an. Einen haben wir schon mal kaputt. Den zweiten auch. Und der dritte kann ja dann nicht mehr so schwer sein, beziehungsweise wir haben es schon geschafft. Nahrung geht. Machen wir. Wer ist das? Der Speer. Okay, der ist natürlich verletzt in einer gewissen Weise. Sollten wir den zurückziehen erst? Lass ihn spähen. Besiedle 8 Hoheitsgebiete. Okay. 3 Aufgaben haben wir mittlerweile. Hier kommen wir nicht hin, da auch nicht. Und da sind 4. Haben wir das nicht schon gemacht? Ist da schon wieder einer? Nee, ne? Wir müssen diesen Steinkreis kriegen. Kostet uns 120. Komm, machen wir. Okay, unsere drei Helden hier, die gehen jetzt mal da oben hin. Würde ich sagen. Steinkreis. Den machen wir zum Meister der Lehren. Und hier können wir uns auch fortbilden. Ich glaube, jetzt gehen wir mal einmal auf den Handel, damit wir hier ein paar Taler mehr kriegen, damit es schneller vorangeht. Das fehlt uns ja auch. Macht Sinn, oder? So. Wir brauchen da noch die 10. Sind erst bei 9. Und dann müssen wir eine Hütte bauen, damit wir mehr Leute kriegen. Oh, Hütte, Haus, geht schon. 3 von 3 in diesem Gebiet. Da geht's. Machen wir das. Wer baut das? Das Zeichen dran ist, dann gibt's doch einen, der das macht, oder? Da tue ich mich da. Ja, ich sehe aber niemanden, der sich dahin bewegt. Dann mach du das mal. Gut. Zwei Holzfällerhütten haben wir. Es wird Nahrung weiter gesammelt. Die sind relativ zufrieden. Da geht's auch voran. Wir sind ziemlich schwach hier. Axtwerferlager, Schildknochenlager. Das kriegen wir da nicht hin, aber das kriegen wir da hin. Das ist doch schon mal cool, oder? Okay, dann mach du das mal da weiter. Dann unterstützen wir die Axtwerfer gleich noch. Er ist noch kräftig beschäftigt, ne? Ja, lassen wir das mal weiterlaufen. Da oben sind 4er. Obwohl wir eigentlich die Karten hätten, die zu schlagen, ne? Oder? Wir sind eigentlich alle fit, oder? Komm, zack. Oh, sind doch ein paar mehr, ne? Aber ich glaube, wir sind doch so weit fit, um das hinzukriegen, ja? Ja. Einer ist leider gestorben. Okay. Alle tot.
Und so viele Dingens haben wir jetzt nicht, okay. Das bedeutet, wir müssen... Kriegen wir den Wolfsbau auch noch kaputt, bevor der neue spawnen? Machen sie aber nicht, okay. Dann gehen wir aber lieber zurück. Er ist noch kräftig am Fuhrwerken, oder was? Gut. Wir haben Leute auf jeden Fall möglich wieder. Du wirst ein Dingens. Dachte ich so. Und du gehst dann zu den anderen beiden wieder. Und wie weit ist das hier? Axtwerfer. Gut, hier haben wir wieder was Neues. Ich glaube, das ist ganz wichtig dann, ne? Machen wir erstmal das. Oh, wir werden irgendwo angegriffen. Okay, das ist aber schon wohl erledigt, ne? Ich glaube, wir müssen mal jetzt gerade mit unseren Einheiten zum Heiler gehen. Wo läuft denn der gerade rum? Hier? Ja. Gut. Das kriegen wir aber auf jeden Fall hin, denke ich mal. Dass die wieder gesund werden. Er heilt erstmal den Helden. Und dann ist bestimmt der nächste dran. Passt schon. So, bauen. Ja, wir müssen unsere Meute erweitern, stand da, ne? Was ist das für einer? Ein Holzfäller. Okay, den brauchen wir auch noch. 12. Silo ist auch da. Bringt das irgendwie was? Nicht wirklich, ne? Also bringt schon was, aber nicht so direkt. Und da ist jemand. Aber die kommt gleich hier rüber. Und wird zum Axtwerfer. Kostet 40 Taler. Super, so viel haben wir gar nicht. Das ist schlecht. Ja, dann kann sie irgendwas anderes erst machen. Der starke Winter ist da. Der Heiler macht seine Arbeit. Setz das mal dahin. Ich glaube, der Sammelpunkt ist jetzt da, oder nicht? So, die werden wieder fit gemacht. Brauche ich eine Jagdhütte noch? Kriegen wir die denn vorher hin? Das sieht gut aus. Wenn wir sie irgendwo hinstellen können, ne? Sieht gerade nicht so aus, dass wir irgendwo noch Platz haben zum Bauen. Schade. Da darf man nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Das bedeutet, wir müssen die Jungs gleich in den Krieg ziehen. Was ist denn das jetzt, der Heiler, ne? Ja, den brauche ich ja nicht. Wohl, den könnte man ja mitnehmen, ne? Müssen wir mal schauen. Ah, der Bär macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, ne? Ach so, wir hätten ja hier, ne? Wir brauchen nur die Nahrung. Und das ist nur ein Wolf. Dann gehen wir doch da nochmal hin. Wie, jetzt sind da drei? Ne, ne, oder? Ne, ist nur einer, ha? Gut, und jetzt können wir das erweitern. Stopp, war das die Jagdhütte überhaupt? Ja. Die können wir da jetzt nicht hinbauen, oder? Ist auch cool, oder? Da kann man angeln. Fischhütte. Geht irgendwie hin? Nein, da auch nicht, da auch nicht. Ah, hier war gerade grün. Da auch. Gut, dann klappt da schon mal was. Was war denn noch? Silo und das war die Jagdhütte, okay. Ah, die drei passen wir hier noch auf.
brauchen wir nur eine Person, die da arbeiten geht. Geh du mal da hoch. Bau das mal ab. Ach so, das ist hier ein Fischteich ohne Fische, oder was? Sieht wohl so aus. Irgendwo werden wir angegriffen. Wo sind unsere Helden? Da. Schnell, du, lauf weg. Ah, zu spät. Und wer war das? Ich will nicht hoffen, dass das der vom Steinkreis war. Das wäre echt ärgerlich. Ja, komm. Dann ist bestimmt er noch hier dran. Ne? Die kamen doch von da, oder? Und selbst wenn sie nicht von da kamen, dann machen wir sie kaputt. Gut. Da ist ein neuer Bereich. Und wir ziehen wieder zurück. Okay, wir haben wieder Wissen. Okay, Skalden produzieren und Reins. Ja, wir brauchen so ein Handelsding, ne? Wir machen mal erst das. Und dann gucken wir, dass wir so eine Handelshütte kriegen auf Dauer, oder? Unser Verbündeter wird schon angegriffen, so ein Shit. Aber da komme ich doch gar nicht hin zum Verbündeten, oder? Nicht wirklich. Wir brauchen einen Speer. Du bist jetzt ab sofort Speerin. Gut. Das kriegen wir hin. Was war jetzt noch im Auftrag zu geben? 14 von 16. Wir müssen also auf Dauer eine Hütte bauen. Jagdhütte haben wir. Die Skaldenhalle wäre mal interessant, ne? Ja, wenn die geht, dann machen wir die da hin, oder? Ach so, wir wollten Handel auch machen, ne? Handelsposten, Ach, den können wir schon hier hinsetzen. Na dann. Machen wir das beides auf. Was war da jetzt? Wo sind meine drei Kämpfer hier? Müssen wir hier gucken. Ja, wir kommen ja schon, kein Problem. Das Hoheitsgebiet, das holen wir uns schon wieder. Komm, zack. Die drei nehmen wir auch noch mit. Hier ist ein Feld dann, ne? Okay, das klappt schon ganz gut. Der darf jetzt nicht sterben, ne? Ist er auch nicht. So, dann zurück zur Heilerhütte. Dass die wieder fit werden. So, wie weit ist der Angler? Der bringt der Nahrung hin, oder was macht er? Er soll mal angeln gehen. Dann passt das schon. Hier oben wird geforscht. Entdeckt. Läuft. Wir müssen den Weg da hoch haben, das ist definitiv klar. Da wird repariert. Das läuft auch soweit gut. Ja, hier brauchen wir nur einen, der baut. Das war der Handelsposten. Und hier ist die Skaldenhütte, die muss besetzt werden, ne? Dann geht sie da hin und macht den. Ja, gut. Ruhm und Zufriedenheit gibt's jetzt. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ruhm müssen wir ja 200 haben. Und Zufriedenheit haben wir gerade mal 2. Ruhm geht. Kommen wir schon hin. Ja, 1 Golden haben wir jetzt. Hier wird gebaut für den Handelsposten. Die regenerieren. Läuft soweit, oder? Der Angler angelt. Der Speer spielt. Läuft soweit.
Ja, ich würde jetzt sagen, für die Runde soll es erstmal wieder reichen. Wenn nichts Neues zwischendurch kommt, dann machen wir nächstes Mal wieder, die nächste Folge wieder dahin. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal bei der Runde auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht die Glocke an, damit ihr die nächsten Folgen auch informiert werdet, dass die kommen. Bis dann. Tschüss.